Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ein herzliches Grüß Gott, wo immer Sie jetzt uns zuschauen und mit uns in der Christuskirche Neuenmarkt Gottesdienst zu feiern. Jubilate heißt der heutige Sonntag. Seinen Namen hat er von Psalm 66, der mit dem Aufruf beginnt: Jauchzet Gott, alle Lande. Nun nach Jauchzen und Jubeln ist uns in diesen Zeiten vermutlich kaum zumute. Der Coronavirus hat nicht nur unser Land, sondern die ganze Welt im Griff. Wie viel Krankheit und Tod, wie viel menschliche und wirtschaftliche Not hat er über unsere Erde gebracht? Wer kann da helfen? Nur der lebendige Gott. Um ihn und um den, den er uns als Helfer und Retter geschickt hat, wird es in den Liedern, der Lesung und der Predigt heute gehen. Uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Noch einen Tipp: Wenn Sie die Lieder mitsingen wollen, dann drücken Sie jetzt bitte die Stopp-Taste, holen sich Ihr Gesangbuch und lassen sich dann das Video weiterlaufen. Wir singen vom Lied 288 die Strophen 1 bis 3 und die Strophe 7. Ich lade Sie ein, mit mir um Gottes Segen für unsere Zeit jetzt mit ihm zu beten.
Barmherziger Gott und Vater, danke, dass du uns das Leben geschenkt und bis heute gnädig erhalten hast. Öffne uns die Augen für deine Schöpfung, die uns deine Macht und Herrlichkeit zeigt. Öffne uns die Ohren für dein Wort, das stärker ist als unsere Ohnmacht. Öffne uns die Herzen für alle Freude, die du uns jeden Tag schenkst. Öffne unseren Mund zum Lob deiner Liebe, die uns jubeln lässt, weil wir dir gehören. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht über Raum und Zeit bis in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören das Evangelium dieses Sonntags aus Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wort des lebendigen Gottes. Lasst uns auf das gehörte Wort Gottes antworten mit den ersten drei Strophen des Liedes Nummer 704. Ich glaube, Gott ist Herr der Welt. Seine Liebe allen gilt, hat er.
Im neuen Wochenspruch aus 2. Korinther 5,17 sagt Paulus, worüber der Glaube auch in Corona-Zeiten jubeln kann, nämlich: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Nein, nicht Corona gehört die Welt. Er trägt die Krone, mein Freund und Held, der zweifelsohne sich zu mir stellt. Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Der für diesen Sonntag Jubilate vorgeschriebene Predigttext steht in der Apostelgeschichte des Lukas in Kapitel 17, die Verse 22 bis 24 und 27 bis 28. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt: Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Herr Jesus, schenke jetzt bitte jedem von uns ein Herz für dein Wort und uns allen ein Herz, ein Wort für unser Herz. Amen. In die Kirche kam er nie, mein Nachbar, aber jedes Jahr vor Weihnachten zu mir ins Pfarrhaus. Und dann übergab er mir immer eine große Spende für Brot für die Welt. Wieder war es an der Zeit dafür. Doch diesmal stand er mit einem stocksauren Gesicht vor meiner Tür. Eigentlich wollte ich in diesem Jahr nichts spenden, weil ich mich über sie geärgert habe. Ich fragte, warum. Er antwortete: Weil sie im letzten Gemeindebrief geschrieben haben, wer sagt, er fände Gott in der Natur und bräuchte deshalb nicht in die Kirche zu gehen, der sollte sich konsequenterweise auch einmal vom Oberförster beerdigen lassen. Liebe Gemeinde, mein Nachbar war nur einer von den vielen Zeitgenossen, die an einen Feld-, Wald- und Wiesengott glauben. Auch sie haben für ihren Gott einen Altar. Und auf ihm steht der Name Natur. Ob sie dort aber Gott begegnen? Ob sie dort auch ein Vaterunser beten, wie sie oft behaupten, ist noch die Frage. Wenn nicht alles täuscht, gibt es heute mehr Naturfreunde als Gottesfreunde. Wobei man als Gottesfreund ganz bestimmt auch Naturfreund sein darf, ja eigentlich sein muss, weil die ganze Schöpfung ein einziges Wunder Gottes ist. Was die Anzahl ihrer Altäre betrifft, wären die Athener damals ganz bestimmt in das berühmte Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Nach Plinius, einem römischen Geschichtsschreiber, gab es nämlich in Athen an die 3000 Götter und dementsprechend viele Altäre. Für alles im Leben
hatten die Athener einen Gott. Und weil sie schlaue Köpfe waren, dachten sie auch daran, sie könnten ja einen Gott vergessen haben. Und das könnte für sie gefährlich werden, wenn dieser Gott sich dafür an ihnen rächen würde. Deshalb errichten sie sicherheitshalber auch einen Altar mit der Aufschrift dem unbekannten Gott. In Griechenland kann man viele dieser antiken Altäre heute noch besichtigen. In unserem Land verweisen die Altäre unserer Kirche immer mehr. Man pilgert am Wochenende lieber in andere Tempel, in Fußballstadien, in Diskotheken oder zu Rockfestivals. Man opfert viel Zeit von vielbesuchten Altären wie dem Fernsehen oder Internet. Man schaut nicht mehr nach oben, auf zu Gott, sondern nach unten, auf sein Handy oder Smartphone, um ja immer online zu sein. Und wie viele Altäre hat man für die Astrologie errichtet? Keine Illustrierte, keine Zeitung in unserem Land ohne Horoskope. 3/4 aller Deutschen können und wollen nicht auf sie verzichten. Als ich einmal im Krankenhaus einen Mann meiner Gemeinde besuchte, kam eine Schwester ins Zimmer. Auf seinem Nachttisch sah sie die Bild-Zeitung. Kann ich sie kurz haben, sagte sie ganz aufgeregt, ich muss schnell mein Tageshoroskop lesen. Als ich sie fragte, ob sie denn solch wissenschaftlich bewiesenen Unsinn glaube, meinte sie, mich beruhigt das. Ich widersprach ihr, der Glaube, dass das eigene Schicksal in den Sternen steht, beruhigt nicht. Der macht höchstens Angst. Angst macht Götter, sagten unsere Alten. Stimmt, und Götter machen Angst. Denn ihnen ist unser Schicksal egal. Deshalb will Paulus in Athen den Teufelskreis der Heiden Angst durchbrechen und stattdessen die Athener mit dem lebendigen Gott bekannt machen, um sie für ihn zu gewinnen. Paulus, der kleine Mann mit der Glatze und den krummen Beinen, wie ihn ein alter Kirchenvater beschrieb, der soll doch gerade alles andere als ein großer Redner gewesen sein. Doch der Apostel beginnt ganz schlau. Er schlägt seinen Zuhörern auf dem Areopag, dem Gerichtsplatz von Athen, nicht einfach die Bibel um die Ohren. Er schlägt einen anderen Weg ein. Er holt die Athener auf dem Markt ihrer religiösen Möglichkeiten ab, nämlich bei ihrem Altar für den unbekannten Gott. Euch mag er bekannt sein, beginnt er, mir nicht. Ich kann euch sagen, wen ihr die ganze Zeit unwissend verehrt. Es ist Gott, der Schöpfer der Welt und allen Lebens. Er braucht uns Menschen nicht, aber er möchte uns Menschen ganz nahe bei sich haben. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Was Paulus damit meint? In einer alten Klosterhandschrift fand man folgende Tierfabel. Die Fische eines Flusses sprachen zueinander, man behaupte, dass unser Leben vom Wasser abhängt, aber wir haben noch niemals Wasser gesehen. Wir wissen nicht, was Wasser ist. Da sagten einige Fische, die klüger waren als die anderen, wir haben gehört, dass im Meer ein gelehrter Fisch lebt, der alle Dinge kennt. Wir wollen zu ihm gehen und ihn bitten, uns das Wasser zu zeigen.
So machten sich einige auf und kamen endlich an das Meer und fragten den Fisch. Als der Fisch sie angehört hatte, sagte er: O ihr dummen Geschöpfe, im Wasser lebt und bewegt ihr euch. Aus dem Wasser seid ihr gekommen, zum Wasser kehrt ihr wieder zurück. Ihr lebt im Wasser, aber ihr wisst es nicht. So lebt der Mensch in Gott, wollte damit die alte Klosterhandschrift sagen. Gott ist in allen Dingen und alle Dinge sind in Gott. Und doch fragt der Mensch, kann es Gott geben? Paulus sagt, ja. Und dann kommt bei ihm der Teppichweber durch, der immer noch ist, um sich auch als Apostel seinen Lebensunterhalt selber zu verdienen. In ihm, in Gott leben, weben und sind wir. Ich weiß, das klingt ziemlich philosophisch und manche verstehen da nur Bahnhof. Deshalb habe ich mir von meiner Frau ein Geschirrtuch ausgeliehen, um zu verdeutlichen, was Paulus damit sagen kann. Auch wenn natürlich, wie wir oft sagen, jeder Vergleich hinkt. Mit Gott ist es mit diesem Stoff, diesem Gewebe mit unendlich vielen Fäden. Man nennt sie Kettfäden, die zunächst einzeln und ganz unverbunden nebeneinander aufgereiht sind. Erst wenn jeweils der sogenannte Schussfaden dazukommt und diese Kettfäden durchwirkt und miteinander verbindet, entsteht ein zusammenhängendes Gewebe oder sogar ein schönes Muster. Die Kettfäden, das sind gleichsam wir Menschen. Der Schussfaden, der alle Fasern unseres Lebens miteinander zu einem sinnvollen Gewebe verbindet, das ist Gott. Wie ein Schussfaden ist er unser Leben hineinverwoben, ohne dass man ihn darin erkennen könnte. Und doch ist er es, der unsichtbar dein und mein Leben zusammenhält. Wenn man ihn, den Schussfaden, aus unserem Leben herauszieht, löst sich das ganze sinnvolle Gewebe auf und nichts bleibt übrig als nur ein heilloses Knäuel von Fäden. Leute, Gott ist es, der unsichtbar unser aller Leben zusammenhält und fest in der Hand hat. Er gibt ihm Festigkeit und Struktur. Das wollte Paulus den gebildeten Athenern mit seinem so philosophisch klingenden Satz über Gott sagen: In ihm leben, weben und sind wir. Worum ich zu seiner Verdeutlichung gerade ein Geschirrtuch mitgebracht habe: Es musste einfach ein Gegenstand aus unserem ganz normalen Leben sein. Denn Gott ist eben nicht bloß am Sonntag in der Kirche hörbar und erfahrbar, sondern auch und gerade in unserem Alltag. Bis sie vergilbte, hing daher in unserer Küche eine Karte mit einem Satz der berühmten Teresa von Avila: Christus ist auch unter den Kochtöpfen. Damit lag diese Nonne genau auf der Linie des Paulus. Für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Gerade in Jesus ist Gott uns Menschen immer und überall ganz, ganz nahe. Auch für dich und mich erfahrbar nahe. Das war auch das Bekenntnis des Schauspielers Heinz Drache, den manche von uns vielleicht noch als Kommissar in den Edgar Wallace-Filmen kennen. In einem Interview sagt er einmal:
Das Gefühl der Geborgenheit im Glauben hat mich nie verlassen. Bei meinen Dreharbeiten begleitet mich meistens das Buch Die Erzählungen eines russischen Pilgers. Das Jesusgebet, das darin eine wichtige Rolle spielt. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Das geht immer mit mir mit. Natürlich bin ich mit dieser Lebenseinstellung ziemlich fremd in der Filmbranche, sagte Heinz Drache. Aber das irritiert mich nicht. Glücklich, wer diese Lebenseinstellung hat. Ja, selig, wer mit diesem Gebet im Herzen lebt. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Denn wer so beten kann, ja immer wieder beten muss, der ist hineinverwoben in die Liebe Gottes und damit hineingenommen in das Kraftfeld der Liebe Gottes. Christen sind Leute, die durch Christus, der Mensch gewordenen Liebe Gottes, eng mit ihrem Vater im Himmel verbunden sind. Sie können ohne ihn nicht leben. Sie brauchen ihn wie das tägliche Brot. Sie rufen ihn daher immer wieder tagsüber und manchmal auch nachts in ihr Leben hinein. Denn Gott ist für sie nie weiter entfernt als nur ein Gebet. Wir denken leider bloß nicht immer daran, auch ich. Nur ein Beispiel dafür, auch wenn das schon viele Jahre zurückliegt. Ich war junger Vikar in Hof, saß am Schreibtisch und arbeitete an meiner Sonntagspredigt. Immer mehr brummte mir der Schädel. Nach einiger Zeit stand ich deshalb auf, ging hinaus in unsere große Diele, in der meine Frau gerade bügelte, und sagte zu ihr: Du, ich krieg vor lauter Kopfschmerzen keinen Gedanken mehr zusammen. Ich muss eine Pause machen. Da hörte ich plötzlich unter mir Legosteine zu Boden fallen und meinen damals dreijährigen Martin sagen: Lieber Heiland, mach dem Papa sein Aua-Aua im Kopf bitte wieder ganz. Amen. Jetzt erst sah ich ihn neben mir mit gefalteten Händen auf dem Fußboden sitzen. Und im nächsten Moment war mir, als würde mir jemand ganz sacht über den Kopf streichen und die Kopfschmerzen quasi hinausschieben. Voller Freude sagte ich zu meinem Jungen: Du, der Heiland hat ein Gebet gehört und dem Papa sein Kopfweh weggenommen. Da meinte der kleine Kerl cool: Wenn du mal wieder ein Aua-Aua im Kopf hast, Papa, kannst du ja selber beten. Eine Kurzpredigt, die saß. Ich habe sie nicht vergessen. Was sagte Paulus den Athenern über Gott? Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Ja, Gott ist nie weiter von dir und mir weg als ein Gebet. Kein einziges geht ins Leere. Auch wenn Gott manchmal anders antwortet, als wir von ihm erhofft und erbetet haben. Aber alles, was er an Gutem in unser Leben hineinordnet oder darin an Schwerem zulässt, muss zuerst immer an seinem Herzen vorbei. Bei allem hat Gott das Ziel, dich und mich heimzubringen zu ihm, damit wir endlich und endgültig, nämlich für immer, bei ihm zu Hause sind. Die Freude darauf kann uns in der gegenwärtigen und vermutlich noch längeren Corona-Krise und auch in anderen Lebenskrisen Halt
und Durchhaltevermögen, Kraft und Lebenszuversicht schenken. Das muss zum Markt getragen, das heißt in alle Welt von Gott hinaus posaunt werden, gerade in diesen Zeiten jetzt. Vielleicht war es dem Apostel angesichts der gebildeten, halbgebildeten und sicher oft nur eingebildeten Männer von Athen auch ziemlich mulmig, auf dem Areopag seinen Mund für Gott aufzutun. Er wurde deshalb von vielen auch verspottet, vor allem, als er von der Auferstehung der Toten sprach. Es braucht zu allen Zeiten Mut, Menschen zu bezeugen, Gott ist anders, als wir denken. Er ist für uns kein frommer Traum. Nur Gott kann unser Leben lenken, denn er schwebt nicht im Weltenraum. Gott passt nicht in unsere Formen. Er ist so anders. Er ist Gott. Er setzt sich selber seine Normen, die nicht begrenzt sind durch den Tod. Gott ist täglich gegenwärtig. Er ist als Herr ganz für uns da. Er ist auch dann nicht mit uns fertig, wenn er bei uns viel Unrecht sah. Gott ist anders. Er ist Leben. Er ist es, der uns Leben hieß. Er will uns neues Leben geben, dazu er Christus sterben ließ. Gott ist anders als wir alle, denn er ist nicht vom Tod bedroht. Ein Leben ohne Tod für alle, das ist sein großes Angebot. Nehmen wir dieses kostenlose Angebot doch für uns in Anspruch und unterbreiten wir es dann ohne Menschenscheu anderen. Ein größeres Glück gibt es nicht in dieser Welt und für unser Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun vom Lied 320 die Strophen 1, 4, 6 und 8. Nun lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen und ihm ehren.
Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir und beten dich an. Du bist in unsere dunkle Welt gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Bleibe bei uns und schenke uns Glauben, um im Leben getrost und geborgen zu sein. Bleibe bei uns und lass uns in dir bleiben, um in deinem Geist zu reden und zu handeln. Bleibe bei uns und erfülle uns mit Mut, um dich anderen tapfer zu bekennen. Bleibe in diesen Corona-Zeiten bei allen Kranken, damit sie von dir Hilfe an Leib und Seele erfahren. Bleibe bei den Sterbenden und ihren Angehörigen, damit du sie trösten und stärken kannst. Bleibe bei allen Ärzten und Pflegekräften, damit sie in deiner Kraft ihren Dienst tun. Bleibe bei allen in Politik und Wirtschaft Verantwortlichen, damit sie von dir inspiriert die rechten Entscheidungen treffen. Und bleibe bei allen in der medizinischen Forschung Tätigen, damit sie endlich ein Medikament gegen den Coronavirus finden. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Unser Land braucht neuen Glauben, die Vision der neuen Welt. Ohne Gott fehlt uns die Hoffnung, die im Leben wirklich zählt. Unser Leben braucht das Vertrauen, dass es Gott tatsächlich gibt, dass er Zeichen tut und Wunder, dass er uns Menschen liebt. Herr, erbarm dich über unser Land. Amen. Lasst uns miteinander zu Gott beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht unter Gottes Gnade in diesen Sonntag und in die neue Woche. Der Herr segnet euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Thank you.
im Mutterleibe über dich gewacht, der dich liebt und dein Namen nennt und der jeden Schritt von dir kennt. Der Herr segne dich und der behüte dich. Gottes Friede leuchte über dir, wenn es Gottesdienstes und ich möchte natürlich auch erwähnen, wen Sie alles erlebt haben. Zum Schluss an der Gitarre Heike Schricker und die Simone Rossmeißel, die für uns gesungen haben. Dann der Hermann Weiß, der mit mir und Pfarrer Gerhard Weinreich gesungen hat. Natürlich Pfarrer Weinreich nicht nur gesungen, sondern er hat uns den Gottesdienst gestaltet und wir danken dir ganz herzlich dafür. Ja, und an der Orgel war die Christina Thoma und sie hätten nichts gehört und nichts gesehen, wenn an der Technik nicht der Wolfgang Kögel gewesen wäre. Soweit zu unserem Gottesdienst heute. Gehen Sie mit Gott in diesen Tag und in einer Woche möchte ich Sie auch einladen zum Gottesdienst hier in Neuenmarkt. Und zwar mit Hermann Weiß, den Sie hier sehen. Der kann Gottesdienst halten und predigen, aber manche wissen das ja auch, er kann auch viel Musik spielen. Und da hat er auch einige Leute dabei, die Simone und ihren Mann, den Franz Rossmeißel, die Claudia Goller und der Hans-Georg Schmidt, der ist dann an der Orgel, und der Dominik Biedermann, der macht die ganze Technik. Also Sie werden das dann auch merken, da gibt es verschiedene Einstellungen und dazu sind Sie herzlich eingeladen. Auf Wiedersehen. Wir hören noch die Orgel.